Nein, nein, vielleicht nicht unbedingt ganz so. Warten wir mal noch einen Moment, bis die Flammen hier weg sind. Holla, die Waldfee! Nein, nein, nein! Na, super! Was für ein Einstieg. Geh mal erstmal da lang. Okay, ich glaube, da kam er mal hier. Ja, logisch, ging nach oben. Ist da was? Ey, das muss ich mir erstmal kurz betrachten. Wupp! Da kann man auf jeden Fall rüber, aber. Oh, ein bisschen Erz. Mehr aber nicht. Und auf wie geht's. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Ja, ja, Lara, seh dir das ruhig an. Schauen wir mal nach den Artefakten. Ein paar komische Teller oder Schalen. Das für ein Ding. Das gehört zur Kiste. Ein Schwert. Kann man nicht irgendwie zoomen? Ah ja, so. Ah! Lol. Da wäre ich nicht mehr rausgekommen, glaube ich. Easy. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Da ist was. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Okay, wenn du dir einen ansaufen willst. Ist das nicht mehr? Da, okay, dann eben nur das bisschen Stoff hier. Und was ist das hier eigentlich für ein Wasserschaden, ey? Das ist ein Rohr, aber pfiff. Komisch Zeug auf jeden Fall. Was immer sie gefunden haben. Ein neuer. Muss da drin sein. Ein neuer Codex. Hey Codex. Da ist er. Dann müssen wir nur gucken, dass diese wir da rankommen. Die könnten das Wasser stoppen. Ach, da ist noch ein Rohrbruch. Und irgend so ein... Alter, was... Ich muss noch mal kurz Q diese drücken. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Warte, was ist das? Also dieses Behältnis hier und die Decke drüber erinnert mich jetzt stark an Portal. Der Rest nicht so, aber... Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen.
provisorische Waffen. Ja, da haben die Leute wohl gemerkt, dass er kämpfen müsse. Na, so wie jetzt auch. Ja, ein Grubenhelm, Gasmaske, Presslufthammer, Hacke, Schaufel, oder so ein Zeug, ne? Wo wollte ich denn hin? Hier? Da ist eine Forschertasche. Direkt mal gucken. Okay, es ist bloß dieses eine Ding. Oh, markieren wir es einfach mal. Hier noch was. Oh, was haben wir denn hier? Ein Lager. Oh, Compound-Bogen haben wir bekommen. Weiße Witwe. Leuchtfeuer. Hä, wir haben doch einen Compound-Bogen bekommen. Oder ist das jetzt der? Nein. Hä? Compound-Bogen. Ah, der da. Ah, aber wir benutzen schon den da, ne? Ich würde sagen, den behalten wir auch. Geht irgendwas verbesserungstechnisch? Ja, ein bisschen Bergungsgut raushauen. Ja, das ist die Idee. Hier vielleicht auch noch ein bisschen Bergungsgut raushauen. Ja. Und dann geht schon wieder nichts mehr. Da bräuchten wir wahrscheinlich auch Bergungsgut. Ach, jetzt können wir wieder Bergungsgut sammeln. Das ist sehr schön. Ab und zu können wir mal was raushauen. Hm, ich glaube, da haue ich auch mal wieder was raus. Wir haben jetzt dieses Outfit an. Das ist, glaube ich, das... Infiltrierer. Sibirischer Waldhüter. Mal schauen. Hä? Er sieht fast genauso aus. Ein bisschen... Bisschen weniger... Warte mal. Nochmal direkt. Ach, ähnlich auf jeden Fall. Schattenläufer. Das ist wahrscheinlich wieder mal ähnlich. Ja. Wie wäre es mit den nicht antike Vorhaut? Berber. Was ist das? Alpha-Raubtier. Ich muss jetzt mal so ein bisschen gucken. Wir haben hier Henley-Shirt, Verbliebenen-Jacke. Arktis auch. Das haben wir schon. Ey, hier das graue Henley-Shirt. Ja, komm. Ja, komm, nehmen wir das mal kurz. Ich glaube, das nehme ich jetzt aber bloß eine Weile jetzt hier drin. Hier drin ist es auch wärmer als draußen. Vor allem an dem Feuer hier. So, und sonst noch irgendwas hier? Ich glaube, wir gehen mal weiter. Hup! Also ich nehme das jetzt, das Outfit jetzt, solange ich hier in der Mine bin. Wofür brauchst du das? Das da muss ich anzünden irgendwie, aber... Das klappt so auf jeden Fall erstmal nicht. Mal lieber mal, dass man hier was. Oh, mal hier noch ein Gästchen. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ja, es sieht schon fast aus wie so eine Rohrbombe, ne? Aber scheint wohl nur der Auslöser zu sein. Ja, was hat er da? Vielleicht ein riesen Ding gebastelt oder was? Da haben wir wieder ein Schränkchen und ein Dokument. Da ist es. So, na. Ich muss einen Weg hineinfinden.
Ah, hier so nah und doch so fern. Hier kommt man nicht durch. Das sind wieder so Panzerglas oder so. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Uiuiui. Ich schätze mal, das hat schon ordentlich mal Sacker gegeben auf beiden Seiten. So wie ich die Sache sehe, haben die Sowjets nämlich dann später doch klein beigegeben und sind abgezogen oder irgendwas. Upsala! So. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Müssen wir jetzt nur noch? Oh nee. Verdammt. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Da ging es ja noch weiter hoch. Hä? Was? Was? Wie? Wo? Da hoch. Ja, so ist fein. So ist fein. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, gucken wir uns hier mal um. Als noch weiter hoch. Und hier haben wir doch was zum Ös. Wo? Ah ja, doch hier. Zack. Und fest. Gibt's hier sonst noch was? Warte mal, hier. Okay, sieht nur aus, als wäre es ein... Können wir jetzt hier einfach ein bisschen die... Obwohl... Ich wollte gerade sagen, hier die Bretter durchbrechen und nach unten, aber die sehen doch noch erstaunlich stabil aus. Wird wohl doch nichts. Ja gut, aber wir haben die Lösung ja eh schon. Also, ab dafür. Jetzt dein Feuerchen, ja, Lara. Das gefällt dir, ja? Okay, warum das Wasser spritzt da einfach nur weg und verschwindet dann? Naja. Burn. Burn, Pepe, burn. Und upsa, rüber. So, erst noch alles. Oh, voll. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ist da noch jemand? Ah! Haben sie den? Ja, mal gucken, hier sieht man ein bisschen mehr. Den haben sie wohl abgestochen mit dem Pickel. Schepizake. Schön mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ein paar Münzen. Und. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Neue Fähigkeit gemeistert. Mit verbesserten Überlebensinsekten fallen in der Nähe automatisch auf. Das ist offenbar auf jeden haben sie Fall das Ding geil. Herausgezerrt. Okay, was auch immer sie gefunden haben, haben sie herausgezerrt. Ja. Und dafür haben sie den Kodex hier stehen lassen. Oder
Ist das der Codex jetzt, den sie hierher gezerrt haben? Ja, ich weiß nicht. Moment mal, ist das hier die Kammer, die sie entdeckt haben? Ja, auf jeden Fall steht hier noch eins. Moment mal. Nee. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Ah. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Ist das direkt hier? Oh, nice. Ja, damit. Also ganz klar, hier stand dieser Kodex einmal und den haben sie hier entlang rausgezerrt. Hier in diesen Raum rein. Und ich schätze mal, den wollten sie mitnehmen. Haben sie dann aber irgendwie nicht geschafft. Ja, schade. Das Ding stand wohl hier mal. Das hatte wohl mal irgendwie eine Bedeutung. Aber welche? Das wissen die Götter. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ja. Schätze ich mal. Irgendwas? Nö. Dann weiter hoch. Sind wir so weit runter? Sind wir so weit hochklettern müssen? Ach, gucke mal hier. Da waren wir schon mal auf der anderen Seite. Von, genau, da links. Und das hier kennen wir doch auch schon, oder? Da sind wir runtergedotzt. Wo ich da rüberspringe. Ja, da hat so eine Lore und die Tour vermasselt. Naja, egal. So, haben wir wieder so ein Grab oder Dingens gemeistert hier. Naja, Grab war es ja jetzt nur nicht. Ob man es mit einem mit Grab vergleichen kann? Hm. Warte mal, wir können ja mal gucken. Basislage und Ausgrabungsschacht. Ja, das ist auf jeden Fall hier so ein Teil von dieser Mine. Kupfer, Uran, whatever. Da bin ich immer runtergefallen. Ich dachte, das ist aus. Doch nicht. Noch nicht. Naja, das brauchen wir nicht abzubauen. Haben wir eh voll. Eigentlich wollte ich ja das Seil hier erwischen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Aber es sieht von hier oben ja tatsächlich so aus, ne? So ein bisschen mehr wie Nebel als Wasser. Als sollte das hier so eine bodenlose Grube sein. Oh, Lara kann schon echt ein gutes Stückchen sprinten, ne? So, dann haben wir hier schätzungsweise alles. Hä? Haben wir den jetzt schon mal eingesammelt? Können wir nicht gebrauchen. Den doch nochmal kurz. Hier haben wir 4 von 7 Postern tatsächlich von verbrannt. Frage mich, wo die restlichen 3 sind. Ob ich irgendwann schon übersehen habe oder ob ich sie alle habe. Hui! Oh, Bergungsgut. Ja, damit. Was sie hier für Anlagen da gebaut haben. Zum Teil fallen sie zusammen. Als wären sie aus, keine Ahnung, was, aus Papier gebaut. Teilweise halten sie richtig was aus und teilweise gibt es auch noch Strom, ey. Na gut, wobei das Stromphänomen könnte natürlich auch ein bisschen geschuldet sein der Tatsache, dass die Leute von Trinity hier rumbasteln und machen. Das tatsächlich brauche ich nicht, nee.
glaube, das Holz im Gesamten brauche ich größtenteils dann, wenn ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Weil dann muss ich nämlich für die Lager zu benutzen, muss ich Holz verwenden. Und die gehen dann auch immer wieder aus. Wo ich sie dann neu anzünden muss. Und wenn ich nicht genug Holz habe, dann, ja, Pustekuchen. War's das. Alle möglichen Artefakte passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Hinter dir. Ich bin dafür, dass sie aufpassen sollen.